Let's Play. Ja, es hat lang gedauert, bis ich mal wieder einen Livestream mache, beziehungsweise ein Video auf YouTube hochlade. Das hat den folgenden Grund. Die letzten 4 Wochen war ich in Irland unterwegs zum Arbeiten. Und heute ist es mal wieder soweit. Heute spielen wir wieder NHL 3. Liga. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ich habe bereits mal wieder die Kniffe gelernt. Für die, was die Aufstellung nicht mehr kennen oder die vorherigen Videos nicht angeschaut haben. Wir haben Ovechkin sowohl als Taus und Voracek. Foligno, Backström und Saad. Malö, Eichel und Nyquist. Boettcher, McKinnon und Sharp. In der Verteidigung Suter, Jones, Subban, Lindholm, Brody und Strowman. Ja, und im Tor unsere mit 94 Vernon und unser Ersatzkeeper Nean. Er hat auch 94, Mati Turco. Und er beeinträchtigt unser Spiel eigentlich schon enorm. Beide Keeper halten uns gut über dem Spiel. Allein schon das Alter, 53, ist schon bemerkenswert, dass wir so einen Spieler noch im Team haben. Aber scheiße sagt diese gesamte Laberei über unser Team. Wir fangen jetzt an. Jetzt fangen wir jetzt B gegen Toronto Maple Leafs, mein ehemaliger Verein. Und mit diesem Verein, ich spiele zurzeit mit USA. Ich habe mein Cover gewechselt. Wir haben 98 Torhüter, 94 Verteidigung und 96 Angriff. Es ist nicht einfach, ich habe aber bereits auch wieder mich reingefunden ins Spiel. Ich habe bereits wieder wegen die Steuerung kennengelernt nach 4 Wochen ohne PlayStation, ohne irgendwas, ohne Fernseher, ohne Kontakt zur Außenwelt. Nur Englisch reden ist halt auch nicht gerade einfach, da wieder durchzustarten mit dem Livestreamen. Aber das ist jetzt mir eigentlich relativ egal, ob ihr jetzt verliert oder nicht. Ich habe jetzt einfach mal Spaß dran und ich muss in der Videospiel gewinnen. Es kann natürlich sein, dass ich ein paar Ausrüste habe trotzdem. Ich einfach ein paar Sachen, ob ich jetzt funktioniert, wie ich das will. Possession established on the pickup by Ryan Suter. Looking to Voracek. Gains the zone. Brings a shot. Hung right over him and couldn't get it past. A missed opportunity from this close in. A lightning-like glove. Lots of pressure right now. They've got to break that. Still no shot. Waits with it. Loose puck couldn't drag it through. Collected at the boards. Shot deflected. Save. Puck collected. Big save. Ja, und man sieht schon, wir sind sehr aktiv am Tor. That's a good solid hit. He'll feel that one. That's why coaches tell you at every level, you gotta have your head up. Und das war jetzt sehr schlecht, dass wir diesen Puck jetzt wieder verloren haben. Besides, he wants the corner. Aber das passiert halt auch einmal. Auch in der dritten Liga wird uns das öfters mal passieren. Moves behind the net. Den Puck können wir nicht immer sichern. Oh. Und raus das Ding. Und da hat man mehr Glück als Verstand, würde ich sagen. Oh. Also man merkt schon, die dritte Liga ist schon etwas anspruchsvoller. Und meine Spiele bewegen sich auch kaum. Das setzt sich mal wegen mir ins Zeug, ey. Still has control through the neutral zone. Pointed to Komarov. Goes to the backhand. Oh, he saw the window open, but it blocked with the pad. Es läuft gerade überhaupt nicht, so wie ich das will. Picked up now by Marlowe. Terrific determination by Brown. Trying to go to Kadri. Passing one off now to Gardner. Toronto's in possession. Das läuft gar nicht, weil irgendwie ist die Steuerung gerade übelst beschissen. Ich weiß nicht warum. Goes back deep for it. Nicely into the zone. Scorches one.
he hatchets one. Great save, point blank. You don't get many better opportunities than that. Great save. A punishing hit shuts that one down. Es ist immer noch kein Tor gefallen. Diese Partie. Moving it to Bodker. Great job on a cut pass. Toronto's in their own end, hoping to make a play to center. Nap by PK Subban. Reimsdyke. Carried on, dumped in. Player change. Up the wing and moving well. Fires, waffle boarded. So, der erste Bullimonger. The Maple Leafs have excellent puck handling, and they take advantage of that by holding on to the puck, moving it as often as they can in the offensive zone, waiting for the one chance to shoot the puck. Komm, beweg dich. USA has got it along the side. Fires, turned away. Okay, muss ich mal hangs on to that one and he'll see a face off mehr Aggressivität im Spiel. We have a little under 3 minutes to go. Both teams are still looking for their first strike. Goalie is one of the six guys on the ice. He can pass. He did that. Gets in and he'll look over his options. Los Angeles in their own end with a pass attempt to Ovechkin. Nearing the final minute of play. And that pass goes back to Martin. Gets that return pass. Ja, genau. Outstanding save. Difficult opportunity. Terrific stop from right in front of the net, but you gotta find a way to put the puck in the net. Und Ende. Sollen wir gerade mal anfangen? Damit Ende das erste Drittel mit 0-0 und ja, ich habe jetzt einen viel von dieser Partie erwartet, dass wir jetzt gleich mal eins machen. Ich sage mal so, ich muss erstmal wieder in die Phase reinkommen. Ich habe schon ein paar grobe Spiele gespielt. Jetzt offline oder halt Offseason. Aber die habe ich eigentlich, die haben mich bis von dreien habe ich zwei gewonnen. Picks it up in his own end. Shoots one. Oh, that was close. Also deswegen hoffe ich auch mal. Toronto's got it and moving up the wing. Picked up. Great stick there. Takes it to the corner. Pass cut. Now it's directed to Voracek. Und jetzt müsste er sich mal beeilen. Tries to get it on net. Got a piece of it. Pitching it to Kadri. Ja, und wechseln wir noch. Ja. Slid to Ovechkin. Good place to shoot from. A penalty oh, coming shit. Up, but it's a das delayed war jetzt schlecht, weil ich hab gedacht, der hat einen Punkt. On to Kadri. Snapping a pass to Komarov. Can he generate something from there? Und Strafe 2 Minuten wegen Behinderung. Los Angeles gets a minor here. Ja, wer die Eishockey-WM mitverfolgt hat, hat gemerkt gehabt. Ich spreche jetzt einfach mal. Oh, jetzt spreche ich erstmal nicht. Und jetzt spreche ich wieder. Also, ich sag mal so. Schweden mag zwar vergönnt sein, aber ich denke, Russland hätte es mehr verdient gehabt. Allein schon zwecks den ganzen Toren, wie viele Tore die eigentlich geschossen haben in dem ganzen Turnier. Da merkt man eigentlich, dass sie viel mehr reingehangen haben. Ja, das ist natürlich abseits. Wir halten eigentlich sehr gute Unterzahl der Zeit. Finde ich sehr stark von meiner Mannschaft. Good job on that face-off, tying the man up. That puck's loose, he couldn't get through the roadblock. Oh, and he missed the net. My dad once told me, Doc, if you don't hit the net, you can't score. Puck is thrown finde ich sehr gut. Wie wir das Powerplay von den Gästen ja, überbrücken. Und da ist drin das 1-0 für den VSLB. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der dritten Liga. Und genau so wollte ich das auch, dass das einfach mal, dass wir vielleicht wenigstens nicht absteigen,
Ich möchte mindestens halten. Das ist was ich auf jeden Fall gerne hätte. Ja, auch auf den Schläger. Mit der Schläger geahndet. Das ist sowas von unfair. Aber das hatte ich auch bei vorherigen Spielen schon. Hat man gemerkt gehabt, der Schiri war gegen einen, weil der hat dauernd auf den Stock drauf gehauen. Immer wenn der auf den Stock drauf gehauen hatte und es wurde nicht geahndet, 5 Sekunden später war das Tor drin. Brilliant move on that pass. Fires and a good job in the goal crease. Defender held his ground, puck is loose. Trying to go to Kadri. Chip to Brown. Und das könnte schlimm werden. Backhander to the net. Das war schön und es war sehr gut gemacht. Und unser Torhüter Vernon hält uns natürlich weiterhin auch im Spiel. LA's game plan is obviously body first, puck second, and as a result, they've opened up all kinds of space in the offensive zone. You're right, Ray. This is a physical game, especially played by the team that's up on the scoreboard. The Maple Leafs win it. Has it picked up? Ja, da haben sie schon wieder zu. Ja, und jetzt ist abseits, ne? Genau. Aber der Puck schon weg war. LA's got the lead, 1-0. It's a face-off win. May not seem important in that territory, but they have possession. Gets across, looks over his options. Nein. Propelled to Boyle. Ich will nicht verlieren. Toronto's looking to head man up the wing. That pass tipped away by the opposition. Passing one off now to Marlowe. Moving it to Eichel. Uh-oh. Oh, here's a chance now on the giveaway. Didn't have time, but he saved it anyway. Sehr gut. Ja, und die Ergebnisse werden natürlich jetzt nicht mehr so hoch ausfallen wie in den vorherigen Ligen. Ist verständlich, würde ich sagen. Und da haue ich meine eigenen Spieler um. Das ist natürlich richtig scheiße. Aber naja. Oh. Und kriegt man weg. Gut. Solid work defensively by Van Riemsdyk. A shot. Blocked that one. Puck corralled by Saw. The Maple Leafs with possession through the neutral zone. Mashed Good. In. Smart recovery by PK Subban. Into the attacking end. Und das ist das 2-0 durch Baxter. The United States has increased their lead to 2-0. At the rate they're firing shots, it might skyrocket. Players tired, about to get a rest. Ja, abseits. Sehr schön. Finde ich gut. Sehr gut. Team USA's collected another victory on the faceoff. Hatchett's one. That's a great save. Hat nicht viel gefehlt. To Nylander. Let's go. Passieren. Oh, das hat was passiert. Late in the period. Couldn't get much later for that one. Ja, das hätte jetzt nur noch passieren dürfen. Late in the second period. Still time to even this up before the end. Ja, okay. 2-1 nach dem zweiten Drittel. War natürlich jetzt schlecht, dass wir jetzt in den letzten Sekunden noch das Tor kassiert haben. Ich kann aber einen Torhüter auf jeden Fall keinen Vorwurf machen, weil es war halt einfach blöd. Ne? Wir haben wahrscheinlich schon alle abgeschalten gehabt, wie hier Pause und so, und da ist halt dann reingegangen. Aber jetzt haben wir ein neues Drittel, jetzt müssen wir schauen, dass wir entweder die Führung ausbauen oder halten. Eins von beiden. Back near the blue line, the carrot. Fires, great stick save. Aber bloß kann ich mehr kassieren. Und da haben wir abseits. Auch wieder gut. USA has got another face-off win. At the point of drive. What? Oh, stick save. And he'll hold on. Ja.
Wir versuchen natürlich alles daran zu setzen, dass wir es nochmal schaffen, eine Liga weiter aufzusteigen. Ja, komm, lauf! Pass attempt to Komarov. And now it's directed to Kadri. Slid just inside the line to Komarov. Ja, können wir es jetzt mal rausspielen? Oder wie lange wollen wir eigentlich hier vor dem Tor rumlungern? Scheiße, Alter. Das gibt's doch nicht. Taken on by Gardner. Schön. The defense was in the way. Jetzt reden wir mal. The United States looking to head man up the wing. Oh, what a stop! Kicked out of the scrum. Let's it go. Didn't miss by much. Nap by Kadri. Okay. Good place to shoot from, and he does. Snapping a pass to Saad. Gets in. What'll he do? Outstanding save with a pass. Puck is thrown to Bozak. It's dumped in. Goalie out of the net. Puck on his stick. Looking to Eichel. That's the end. Good work by Van Riemsdyk. Dumped in. Welcome. Come on. Yeah. Ja, sehr gut. Und jetzt muss man bloß noch fairlegen und das ist das 3:1 durch einen Defensivfehler, weil sie die eigenen Spieler selbst umgehauen haben. Sowas muss natürlich auch mal vorkommen. So viel Glück muss man mal haben. Toronto's in possession as they move gut. Up the wing. Shot! No time to react. Didn't need it. Save. With this puck being so close to that, this is all a reactionary save. And it's turned aside. Rugby and hockey together at the boards. To Pollock. What dangerous play made by the goaltender. But he's got it. The puck is free, now taken up by Voracek. Shoots one. Got in the way of that one, too. The Leafs are controlling in their own end. Laid on to Martin. Fires a shot. Great glove save, and he keeps it. Und Pause. Rang auf der nächste Bulli. Noch 3 Minuten bis zum Schluss. Wir führen 3:1 mit 2-Tore-Führung. Sollte das eigentlich jetzt dann gut für uns ausgehen? Oh mein Gott! Das ist natürlich immer tödlich. Oh! Das ist schon sieht, ey. Ich hab Angst. Und wenn er hat ihn. Last minute to go in the third. Sticked away. Has it in his own end. The Leafs lug that along through center ice. Let's it go. Kick save. Und Pause. Da legt der Bulli. Safe gehalten. Sehr gut für unser Torhüter. Jo. Jo, jo, jo. They win the draw. Now can they get it out? Not a long pass, but effective. He's got it. Oh, how can they miss that pass? Ja, Leute. A shot. Oh, what a chance. What a save. Oh, wonderful play. They'll have to go back and recoil thanks to this clear by Ryan Suter. Shot down for an icing. They are overwhelmed. Und es ist Glück nochmal. 17 Sekunden vor Ende. Gastor ist leer. Ja, geh halt ran. Carried toward the neutral zone, pitching this one to Bodker. He gains the zone. Und das ist das 4:1. Damit ist Schluss. Feierabend. Der VRSLB, die Selberwölfe gewinnen mit 4:1.
Durant Empty Net nochmal von Böttger. Und ja, ich denke, damit auch verdient. 2,5 Sekunden vorm Ende sind die ersten zwei Punkte eingefahren. Ende. Schicht im Schacht. Die ersten zwei Punkte sind durch. Das erste Spiel der dritten Liga gewonnen. Und natürlich wenn man so einen Punkt in der Stolz auf die Mannschaft selbst. Und ja, kann natürlich so weitergehen. Kann gerne so weitergehen, ja. Die Bewertungen sind auch sehr gut. Also, man kann eigentlich nichts sagen dagegen. Und ja. Gleich geht's weiter mit dem nächsten Gegner. Wir schauen mal auf die Gegner, die nächsten. Nächstes kommt die Buffalo Sabres. Sollte nicht so schwer sein. Hershey Bears. Da habe ich immer wegen Respekt vor, weil die schwächeren Teams sind meistens die stärkeren. Die Vancouver Canucks. Columbus Blue Jackets, die haben eine gute Verteidigung, gutes Tor und auch einen guten Angriff. Könnte schwierig werden. Cleveland Monsters, auch großen Respekt vor. Die Edmonton Oilers, das war in der letzten Saison, wo wir Liga 4 noch gespielt haben, weiß ich, das war ein großer Knackpunkt, wo mich wirklich rausgehauen hat. Damals, ich glaube, das war eine Mannschaft, die war es wirklich, mich in die Knie gezwungen hat und wir am Ende dann trotzdem noch aufgestiegen sind, was aber noch knapp war. Ja, die Ontario Ragans, das ist jetzt der Ableger der LA Kings, die zweite Mannschaft, und mit dieser spiele ich im Franchise-Mode, also wir sind auch relativ erfolgreich, kommt natürlich auf die Spiele drauf an. 71er Angriff, 76er Verteidigung und 76er Torwart. Bewertung, ja, ist nicht schlecht. Texas Stars ist der Ableger von den Dallas Stars. 73, 78, 68. Ja, und Ottawa Senators. 90er Angriff, 91er Verteidigung und 88er Tor. Egal. Genug darüber geredet, jetzt geht's weiter mit dem nächsten Spiel. Und ja, ich freue mich schon mal drauf. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Die Buffalo Sabres. Ja, wir spielen auswärts. Die Trikotwahl. Das nehme ich weiß. So, ja, 4 Minuten wieder auf Pro. Willkommen in der dritten Liga. Nochmal an die, die was gerade erst eingeschaltet haben. Wir spielen in der dritten Liga zurzeit und haben das erste Spiel gerade gewonnen. Und ich freue mich natürlich sehr, falls es wir schaffen sollten, in die zweite Liga zu kommen. Das ist sowas für mich wie die DL2 oder die American Hockey League für mich. Das ist zwar jetzt schon NHL, aber ja, für mich was eigentlich was ganz anderes, weil es eine andere Bedeutung für mich hier. Das ist für mich dann NHL, das ist für mich einfach deutsche Eishockey-Liga. Developing play right in front. Almost looks like he's too close to the goaltender. Gathered in by Ennis. With a blast. USA Sutter is getting to the neutral zone. Gleich mal geblockt und versucht muss gleich mal nochmal jetzt heute wegen warm und die Aggressionen mit reinbringen von den gegnerischen Spielern. Vielleicht passiert ja heute mal was Ungewöhnliches. Ich hatte bereits auch schon mal den Goalie Fight, was sehr interessant fand. Weil so einen hat man ja natürlich nicht alle Tage. Und Ovechkin macht's, das 1-0. Ovechkin, ja.
Top dieser Mann. Wechseln wir mal die Reihen. So, Reihe 2 ist drin. Mal schauen, ob die was bewirken kann auch. Und weg. Und wieder mit. Wenn wir ihn wieder konzentrieren, dann kommen wir wieder in so einen Konter rein. Den haben wir schön weggemacht. Trying to go to Jones. War nicht so gut. Ja, genau. Ich gehe einfach mal auf die Bank zurück. Wenn es nicht hilft, wenn es nach hinten geht. And possession now on the pickup by Saw. Moving it on up the wing. Turn the shot on net. Tor, 2-0. Ja, okay, jetzt wird es schon wieder mal eindeutig. Noch, sie spielten circa, sagen wir mal, 7 Minuten schon das 2-0. Das haben wir gerade beide gegen, was hatten wir jetzt eigentlich gespielt? Ach ja, richtig, die Maple Leafs. Haben wir das jetzt halt nicht so schnell hinbekommen. Da hatten wir erst eine 1-0-Führung im zweiten Drittel und dann noch die 2-0-Führung im zweiten Drittel gefolgt vom Gegentreffer. 4 Sekunden vor Ende. Kann natürlich jetzt halt genauso miserabel werden. Jedoch haben wir natürlich gewonnen mit 4-1. Deswegen beschwere ich mich jetzt nicht. Das war Jurgensen has an injury on this play, but he's continuing to hang in out there. Looking to McKinnon. Big save. Collected by Sharp. Can he generate something? Now it's directed to Kane. Schön. The Sabres up the wing block the puck. Und schön, dass sie sich wieder bedrängen gegenseitig. Finde ich nicht schlecht. The puck is scooped up by Voracek. Great stick work prevents the pass from being complete. Ja, genau. Directing that one to Brian Gionta. Great opportunity, but the pass didn't connect. Guarded the goal again. Freezes play. Ja, nächster Bulli auf mich gegen für uns und der ist auch für uns und das war jetzt nix. Nur schade, dass wir keins passieren und das war auch gut verteidigt. Das war sehr gut gemacht. Und jetzt müssen wir eigentlich bloß noch schauen, dass es reingeht, aber er geht nicht rein. Ja, 5-1 Bullies bis jetzt gewonnen. Sehr gute Bilanz. Der sechste. Und das könnte ein Konter werden. Moved along and in. To Eichel. Sehr gute Schläge hochhalten im Turambuel. Laid on to Foligno. Oh, stick save. Right in front, the shot blocked. Pitching it to Voracek. Puck control by Taves. Schuss Eichel. Around the 20th minute of this period. Puck is thrown to Foligno. 1 minute left. Gains the zone. Lets it go. Oh, terrific save there. Eichel, geh weg, Eichel. And he made it tough. With this puck being so close to that, this is all a reactionary save. Shoots one, and it's turned aside. And holds on. Schön spät abgepfiffen, danke Schiedsrichter. Okay, damit gehen wir in die Pause mit 2-0. The coaches will have something to say to both shooters and goaltenders. The United States got a pair, and ja, they lead 2-0. Machen wir gleich weiter, oder? We have begun the second period. Buffalo's in possession as they travel through center. Into the end of attack. Scooped up by Ennis.
It doesn't take long to see if there's an opening. He decided there wasn't one, so back he goes. Cranks a shot, and a good job in the goal crease. The Sabres control the play in their own end. Still has it through center. Tip to the net. Great save in close. You don't get many better opportunities than that. Great save. The United States looking to wheel it up the wing. Propelled to O'Reilly. Gets in. What'll he do? Gathered up again. Good pad stop. Scooped up by DK Subban. Schlecht noch. Takes a shot. Sehr schön, was ist der eigene Spieler reingeworfen. Great pressure. Oh, and a save. Jetzt hat los. The United States leaves his own end. Chip to Backstrom. Gets it in a good place. That's a good pad save. Und jetzt kommt wieder Unterzahlsituation werden. Und es ist eine, und damit gehen wir die Führung teilweise ab. Jetzt steht es 2 zu 1. Und es war wieder schlecht gemacht, es war unkonzentriert. Well, if you're a shooter, you don't want to see the goaltender flash his glove like that. Ja, 2-1. The lead has just been cut in half. Let's see if momentum changes now. The Americans with a clean win on the draw. Pitching this one to Nyquist. Hey! Possession now on the pickup by Kane. Strawman slashed on the play, and there'll be a penalty. Dankeschön. Buffalo's got 2 minutes on their penalty total, and this one's for slashing. There's always a start to your power play night, and this is number one. Let's it fly! Lightning in that glove! 9 minutes. Nächster Bulli. Nächste Chance. Ein Powerplay-Tor zu erzielen. Face-off win here. Huge stop. Und das ist drin! Und das ist ein Powerplay-Tor. 3-1. Und das nutzen wir natürlich jetzt auch aus. Nyquist, sehr gut. And they take that neutral zone face off. He gains the zone. Ja, Stockschläge waren noch nicht in der Stärke. The Sabres have gotten out of their own end. Buffalo's got it and moving up the wing. At the point of drive. Toward the net, sticked away. Oh, that was hard to follow. Team USA is trying to work it hard along the board. Good work there, though. I've got a piece of it. Many yards gained to Subban. Let's it go. Stick save on the changing shot. Puck covered, whistle blown. So, immer noch 3-1. Probieren wir es nochmal. Wird einer der richtigen sein. Oh, das ist drin. Das war ein Schlagschuss-Tor. 4-1 für VSRB. Sehr gut. Team USA has got that one. Now what? Buffalo's lugging it up the wing. Mashed in. On to Molson. Great glove save. Smart recovery by Brody. Nicely into the zone. Missed. Oh, that shot had a lot of steam on it. That just missed wide of the net. Pass attempt to Molson. And he dumps it in. Und 4-2. Das nächste kassiert. Buffalo's only trailing by 2 goals now, and there's lots of time left in the game, though we are in the latter stages of the second period. Speared along by Kulikov. Loose puck, there was no getting through. A backhand shot. Shot didn't have a lot on it, did it? Held there for a face-off coming up next. 16 minutes 34 seconds. Grab the two centermen tied up, but there was a good reach there. Gains the blue line. Schön.
and it's a good pickup. Schön, sehr schön. Puck is picked up by Kulikov. Pushing it on up the wing. Puck is loose. No luck getting through that time. Oh, and the pass wouldn't go. Oh, that one hit someone on the way. Wrist shot. Oh, tremendous save. Denied a terrific chance. Puts one on. Oh, terrific save on a great chance. Und vorbei das zweite Drittel. Wir gehen direkt ins dritte Drittel und versuchen natürlich die Führung noch zu halten, beziehungsweise wenn möglich aufzubauen. The Sabres are one lucky bounce from getting back in this game, but what area of concern? Too many scoring chances they're giving up. That one blocked. Trying to go to Voracek. Up the wing and moving well. Turned away. Hangs on to that one and he'll see a face-off right near it. The Americans win the draw. That hits somebody. Sabres lug that along through center ice. Propelled. Oh, he had a great chance to shoot there, and he did, but it was answered by the glove. Looking to Voracek. Voracek. Gets in, looks over his options here. Was? Offside is called. Somebody got over anxious there. Team USA's collected another victory on the faceoff. And the loose puck captured by Foligno. Directing that one to Ristolainen. Passing one off now to Eichel. Eichel. He's got it. Good intercept. That's a solid play, and he keeps the attack going with this. Hand-eye coordination beats that pass again. Cranks one. And a save there. And he's held up. Kicked out of the scrum. Penalty coming up, but it's a delayed call. Yes. Buffalo's penalty is a minor here, and it's for holding. Anything you do once, you can do twice. Let's see if that applies to this particular power play. Oh, what a chance there denied. The pad flexed out. Dogged determination there by Ovechkin. Blocked away. Puck covered, whistle blown. A little under 7 minutes of sweat and anger here in the third. USA's got the advantage. It's tenuous, though. 4-2. A whistle and a rest. Team USA is quick on the draw. Oh, what a break. That shot hit somebody. Has a chance to make a play through the corner. Und Tor, Powerplay-Tor, das nächste. 5-2. Has built an even bigger lead. We're in the third period. For the opposition, at least that is fortunate. And it's turned right back to Eichel. Very effective defensive play. Glass is going to rattle there, boys. That's a big hit along the boards. Shot into the path. Now it's directed to Ovechkin. Swept on to Voracek. Shoots it on. Missed the net. Oh, his shot had the goaltender beat, Doc. He rifled it just wide of the net. Oh, what a break. Shot hit the man. Picks it up in his own end. And that pass goes back to McKinnon. Shoots. Got in the way of that one, too. Pitching it to Opozo. Puck is thrown to Ennis. The United States carries it through the neutral zone. Just got his pad on that one. Taken to the corner, but wonderful stop by Leonard. That save was much more difficult than it looked. Right in front. Shot not too strong. Pad stop. Chip to Bodka. Gets across. Looks over his options. Back near the blue line to Franson. Drill. Outstanding save. And another save. Chips it back. Gathered in by Ennis. Big shot from the point. Gloved. Gotta clear it. On the half boards to Opozo. Shooting.
Got his pad on a changing shot. Picked up by the defense. Tries to clear. Loose puck clear. And possession established on the pickup by Georges. We go down to the benches. Ja, it's free for all. The Americans have been up on their toes all night. They've been the more aggressive team, and as a result, they've controlled play. You're right, Ray. This is a physical game, especially played by the team that's up on the scoreboard. Off the faceoff, he ties his man up, and so the puck goes to his team. Nicely into the zone. Blocked. Possession reestablished by Marlowe. And the puck gathered in by Matt Molson. The Sabres want to generate something up the wing. It's dumped in. Moving into McKinnon. Snapping a pass to Marlowe. Guarded the goal again. Pitching this one to Molson. Last minute of play in the third period of a pretty decisive game. Ristolainen. Doing fine up the wing. Slid to Delorier. Great glove save. You can't ask for a better opportunity in a scoring zone. Yo, yo, yo. What a great glove save. Backstrom's won again, and so is his team. Everything's good there. And the call is icing. A legitimate call here late in the game. Good help for the centerman. The United States in their own end lugging that puck. Into the attacking end. Got a free puck now. Puck covered, whistle blown. Ja, 25 Sekunden vor dem Ende des Spiels. USA's got another win. Taken behind by Alexander Ovechkin. You could almost count that one, but no. Outstanding save by the goalie. I thought the second was the toughest. Possession seized by Taves. Buffalo's carrying on up the wing. And he sends it to the net. Got in the way of that one. Und Ende. And that's the horn. That's the hockey game. The game ja, is ended. The Americans have recorded a huge victory here. An overwhelming final okay, score wir haben jetzt them. 4 Punkte. Wir müssen 3 Spiele noch gewinnen. Dann halten wir die Division 3. Wir müssen... Nee, warte. Fünf Spiele gewinnen. Nö, vier. 4 Spiele gewinnen, dann steigen wir auf und. Ja, ach, scheiß drauf. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao.
So, willkommen zurück. Es geht weiter. Ich würde mal sagen, wir sind im nächsten Hookie-Roll einfach. Jo, 4 Punkte. Ich brauche noch 5 Punkte, um die Division 3 zu halten. Machen wir gleich mal weiter. Der nächste Gegner ist Herr Champions. Ich bin gespannt. Spiele ich hier in Gastrikus? Los geht's. So, Heimspiel. Hi everyone, another terrific hockey night is ahead. Tonight's game is sponsored by Honda. The teams are ready and so are we. LA's got the puck and they get to make the first play. Onside. Could be trouble near the line. Not through. The United States wanting to generate something. They'll try up the wing. In their own end, making headway. And in slide over the line. Simple play, made well. Strong defense. Aber sie ist trotzdem gewillt, dieses Spiel zu gewinnen. Und man soll auch schwache Gegner nicht unterschätzen. Pass led ahead. Nothing will come of this. Just a backhand. Off a body. Gains the zone. Big drive. Hershey's carrying on up the wing. Fires. That hit somebody. Carried right through the 50-yard line. Fires. Great pad stop. The scrum continues at the glass. Knocked right off the stick. And the loose puck brought in by Alexander Ovechkin. Hershey's lugging it along in neutral ice. He gains the zone. Shoots one. Lightning in that glove. Sehr gut von Torhüter. Everything stops except the opinion of this man. Ja, wir müssen mal versuchen, den Puck zu machen, damit wir uns in Sicherheit sind könnten. Offside stops the clock. So. Just a little under 9 minutes played here in the first. Still nothing on the score sheet yet. Nap by Marlowe. Skate kick out of the scrum. Pass attempt to Nyquist. Let's it go. Looking to Brody. LA's moving the puck up the wing. Fires. Und Tor. Backhand Schuss. Sehr schön gemacht. Von Rowdy. And finally a goal. I was hoping, Doc, that we were going to get that first one. Hershey's got it off the draw at center. Shot on. Gets it in a good place. Gets a little drop off from the goalie here. Good shooting place. Carried to the corner boards by Sharp. Oh, great cut. Gains the zone. Good play blocked. Carried toward the neutral zone. LA's got possession in neutral ice. Point blast. That one blocked. Possession taken up by O'Brien. Gets in. What'll he do? Big pad save. Loose puck, good defensive denial. Puck is picked up by P.K. Subban. Up the wing, still with possession and with hope.
taken over again. He's in on an onside play. Turned a shot on net. The United States continues on in their own end. One-timer. Terrific pad save. The battle continues. He can't get free. Tries to get it on net. What a terrific save. Terrific save there. Didn't look like he had anything to shoot at, and he made it tough. Oh, what a glove he's got there. Benny holds on. LA's got it. Not through. Carried from the defensive zone towards center. The clock has bled down to the last minute. Chip to Backstrom. Mashed in. Gathered in by Ryan Suter. They clear it back out, and that should be enough. So, damit in der erste Drittel. Mit 1:0 für First period is over. The players will get a rest. The vendors and the organist will not. The Americans are the only team to score. And they did it once. Zweites Drittel beginnt jetzt. Und wir gewinnen den Buddy. Und wir gehen auch wieder Puck. Thomas. Passing one off now to Taves. Gets in and he'll look over his options. In all alone. Outstanding stop. Snapping a pass to Port. Hershey setting things up in their own end. Trying to go to Thomas. And possession has changed. Brilliant move on that pass. A ripper from the point. Got a piece of that one. To Bohr. Oh, did he ever get mashed? I wonder if that hit will change the momentum of this game. And it's driven away. Puck is thrown to Lindholm. Carried out of his own end towards center ice. Lets it go. And it's turned aside. A whistle and a rest. We're just under 5 minutes played here in the second. It's a 1-0 game. And he missed it. Oh, his shot had the goaltender beat, Doc. He rifled it just wide of the net. Das ist die Strafe gegen den VRZB. A shot. Waffle boarded. So now 2 Minuten wegen Hocking. LA's roster goes down by one here. At least briefly, a minor penalty for hooking. There's always a start to your power play night, and this is number one. Not true. Fires. Boy, much needed power play being down in this game. Eddie, I'm with you on that. Power play beginning. Our reputations are at stake here. Hershey's in their own end, and they've got it. Takes that on his stick and looks ahead. Fires a shot. He's got a chance. Let's a shot fly. Held there for a face-off coming up next. Jo. Buddy. Und so kriegt man natürlich auch was die Unterzahl with a face-off win. Weg. Gets in, looks over his options here. Oh, stick save. Great job on a cut pass. Komplett. Full strength action, the penalty kill. Through the corner. Hershey's on the move up the wing. He's in. Wonderful save off a wonderful shooter. That puck is loose. No luck getting through. Slid to Bohr. It's gotten behind the net. Ooh. USA is leaving the defensive zone. A giveaway. Into the end of attack. Oh, what a break. That shot hit somebody. Breakaway. Hit, he got that one. Taken behind by Foligno. A shot. It's blocked. Collected in the corner. Drives it. Oh, deflected away. No room for a pass. He's got it. Ja, spiel halt ab.
lets it go. Oh, that's a good shot. Great pad save. Shoots, stared him down and made the save. A quick developing play right in front. Almost looks like he's too close to the goaltender. He's alone. Und Tor 2-0. Team USA's goal has given them a two-goal lead now, and there's still a lot of time left in the game. We're still in the second period. Team USA has got that one. Now what? It's a point hammer shot. Number 6, Anton Strowman, by number 71, Nick Foligno. And yet again, here is Ray Ferraro. USA's game plan is obviously body first, puck second, and as a result, they've opened up all kinds of space in the offensive zone. It is a physical game, especially employed by the team that's up on the scoreboard. LA's got it again. Oh, that one hit someone on the way. Directing that one to Gilbert. Oh, that's good. Taken away. Now it's directed to Ovechkin. Has it picked up. To Gilbert. Two players splat to the boards. That was a major league collision. Shoots. Terrific shot, but a denial. And he freezes for the whistle. So, the goalie's seen a lot of rubber tonight. His team defensively hasn't helped him out very much. But he's turned aside almost everything. And as a result, they have the lead. The United States is looking to make a play ahead. Keeps it going up the wing. Pass cut. Puck out in front. In the second period. Shoot. Pass cut. Fires. Oh, and he missed the net. Jetzt eine Sekunde laufen. That's a free puck thanks to the play. So, das zweite Drittel endet mit 2-0. In the books. There wasn't a lot of scoring in that period, but there was some, enough to build an even bigger lead. Los Angeles got the lead at the end of 2-0. Two teams have played hard through two, and we begin period 3. Let's it go. Und 2-1. Großer Fehler beim Spielaufbau. Deficit is only one because of that last goal. Let's see if they can tie it up here in the third. Konnte possession established. Good reach there. To Thomas. Thomas looking to tie this game up. He's the guy that scored it to make it a one-goal game. Kicked out of the scrum. Suter's looking to make a play from his own end towards center. Shoot! He caught it and he holds on. And he'll hold on. Noch ein cleverer Weg. Aggressives Spiel. Good job on that face-off, tying the man up. Hangs on to that one, and he'll see a face-off right near. Quick work on the face-off. Great save! That terrific save's going to give the bench a huge lift. Possession once again by Bork. Moving it to Foligno. Gets across, looks over his options. Oh, and a great opportunity denied by that pad. Penalty coming up, but it's a delayed call. Breakaway chance! Oh, what a stop! 2 Minuten wegen Behinderung. Let's see what the call is. The Bears' power play gets another chance to operate. Hasn't been effective yet. Los Angeles in their own end has control of the puck. At the point of drive! Brought a hit towards center. Poke checked away by PK Subban. Ja, USA's genau. Two-minute penalty is for cross-checking. Cross-checking 5 gegen 3. Every game presents a fork in the road opportunity, and this is it. It's a long 5-on-3 power play, and it begins now. Pinned to the glass. Scrum over, puck kicked. The United States in possession, moving it up the wing. It's an onside play, and he is jolted into the stanchion. That area of the ice has become much safer since the rule changes. Pitching this one to Saad. And he's all alone. Oh, das ist bitter. 5 gegen 3 und das Unterzahl Tor 3-1.
LA's got that neutral zone faceoff. Short-handed by number 20, Brandon. Hershey's in their own end and in possession. TJ Brody, under the goal. 6 minutes, 36. Long way to go and not much time to do it. Laid on to Backstrom. And sent away to Nyquist. Solid glove save. And he'll cover. Woo! A little under 8 minutes have been played. Just recently another goal, and so the lead is two. He scores! 4-1. Two in a row! Team USA's goal has built an even bigger lead. We're in the third period. For the opposition, at least that is fortunate. Hatchett's one! Paddled aside! Pass cut, strong play! 7 minutes, 53 seconds. He's all alone! Wonderful save! Los Angeles charges ahead to center ice. Gains the zone and looks over his options. And a good job in the goal crease. Shifts to the backhand and shoots. Terrific opportunity, but it's off the mark. Oh, he worked himself into a real good scoring area, and he missed the net on the backhand. One into another. Up the wing, skating with it now. Good place to shoot from. The Bears move it ahead along the boards. Just a backhand. Save! Loose, but he froze it. Stoppage of play. Nice face-off work. Pitching it to Nyquist. Gains the blue line. Outstanding work with the glove. Hershey starting back in the defensive zone. Puck corralled by Ryan Suter. Seeks the corner. Picks it up back there. Okay. And play is stopped on an icing. Good face-off win. Hammered. Stop. That is a sweet save there. A shot. Big time save. Big time shooter. The United States with control through center ice. Fires. Just missed the net with that one. That's going to happen. There's not a lot of room there. He just missed the shot. Hershey's up the wing controlling play now. And he picks it up. Pass attempt to Nyquist. Gets in. What'll he do? Went to the backhand. Got in the way of that one, too. Up against the glass right now. The Bears lug the puck in their own end. Take drive. Sticked away. Los Angeles is headed to center. Jones carrying it through center. Last minute to go in the third. Looking to Williams. Into the attacking end. And the loose puck taken by Ryan Suter. Shoots one. Outstanding save with a glove. A cover and play is stopped. Good reach there. Blockered away. He covers, and a face-off will follow. So, the 30 Sekunden werden ist es voll. Good work on the face-off. With a blast! Gathered up again by Williams. Skate kick out of the scrum. Shot on. They can't find the target. Under siege, needs to be gotten out. Dumped in. The Americans in their own end controlling play now. Superb defensive play by Brody. Und Ende. And there jo, damit gewinnt der VfB mit 2-1. The Bears saw the ice tilted every period against them. And they went hurtling back toward the board. Und wir haben 6 Punkte und 3 Punkte. Das ist klasse. All night long and had no response all night long.
hier als nächstes benötigen wir noch 3 Punkte. Wir haben noch 7 Spiele. Das heißt insgesamt noch 14 Punkte. Schaut nicht schlecht aus, ne? Okay, Vancouver Canucks. Ja, das passt. Two teams that have two well-crafted game plans, but once the puck drops, anything can happen, Doc, as we've seen in the past. I believe the key to this game is who stays to their game plan will win this game. Pass attempt to Erickson. That puck's loose, defended away by Ryan Suter. Gets in. What'll he do? That one blocked. Puck is thrown to Daniel Sedin. That pass didn't work. He was canceled out. Brilliant play by the defender. The Americans in their own end controlling the play. Pitching it to Ovechkin. Fires! He missed the net. Well, you miss an opportunity like that. You better not be in a hurry to get back to that bench. Terrific hand-eye. Gathered in by Daniel Sedin. And at an angle to Tanev. Great glove save. Looking to Ovechkin. So, wir sind jetzt unser viertes Spiel ist das jetzt. Wir haben bis jetzt jedes Spiel gewonnen. Das ist auf jeden Fall eine super Bilanz. Dafür, dass es seit fast 2 Monaten Pause war. Und ja, wir sollten eigentlich bald die Klasse gehalten haben. 3 Punkte, 10 habe ich schon gesagt noch. Dann haben wir das auch hinter uns. Dann ist eigentlich noch der Aufstieg wichtig. Wenn wir einen Aufstieg haben, können wir genauso gut auf den Titel mitnehmen. Müssen nicht, können. Aber jetzt schauen wir erstmal, was wir die Klasse haben. The key will be how quickly can they transition that loose puck into a scoring chance. And he's all alone. Wonderful save of a wonderful shooter. Cranks one. And that one turned aside. Passing one off now to Horvat. Terrific open ice hit. The defense can rest. Oh, that's going to make them think twice about going to that area. Slid the Gromlin. Drives to the net. Schön gemacht. The Americans have schön gestört, Kontorraum und Fires, abgezogen, nichts und nachsetzen, komm. Miller's position was key on that outstanding stop. Kocklus couldn't get through. Let's it go. Oh, deflected away. Wir müssen wieder kämpfen hier. Geil, leiden. Nicely into the zone. Guarded the goal again. Tries to clear. Gefühlt schon 100.000 Schüsse auf das Tor. Wieder Chancen tut er. Vancouver ist aber schon nicht einfach. And still with it along the boards. Oh, and he is drilled. Chip to Sutter. Pass cut and another strong save. Great block and he's able to just keep it working. Oh. Can't get it on net. You have to give yourself a chance. That puck cannot miss the net like that. Breakaway. Oh, tremendous stop by Miller.
Up the wing and moving well. Directing that one to Dorsett. The United States carries it along the side. That play went offside. Just over 3 minutes to go in the period. Ja. Neither goalie has da bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Strong play on that face-off. Und die Folge erscheint, wie bereits erwähnt, auf YouTube. Und jetzt passiert man natürlich mal eins. Was wirklich sehr bitter ist. Also, wenn es bei dir nicht reingeht, machen wir es halt bei den anderen. Face-off win. Let's see what develops. Back near the blue line to Edler. Point blast. No. Jetzt versuchen wir noch mal das Spiel zu drehen. Alter, es gibt's nicht. Ey. The clock has bled down to the last minute. Walking a thin line near the border there. Nein. Close call there. He was trying to be a little bit too fine there. That's why he missed the net. Snapping a pass to Dorsett. Okay, das ist natürlich jetzt bitter. Let's it go. Mit Rückstand in die Pause zu gehen, aber ist halt so. Da kann man nichts machen gegen. Die Bullies müssen auch besser werden. Vancouver's connected once and that's the only goal. First face. Ja, genau. Weißt, meine Bewegung sich aber auch gerade. Cranks a shot. Just wide with the shot. Versuchen wir nach vorne zu kommen. United States moves with it up the Wand entlang. Und das ist drin und jetzt der Ausgleich. Ich guck mir einmal durch. The Americans have gotten this back into a tie and there's loads of time left. We're only in the second period. The Canucks control from the faceoff. Nicely into the zone. Laid on. Und für die, die was das Ultimate Team System noch nicht so ganz verstanden haben, bei einem Sieg bekommt man 2 Punkte, bei einer Niederlage halt keinen. Bei Verlängerung und Shootout bekommt man beim Sieg 2 Punkte und bei der Niederlage 1 Punkt. Also mit Shootout und Verlängerung ist es genauso wie halt in der deutschen Liga, bloß dass ja die restlichen Punkte, also bei Sieg, anders gewertet werden. Und das ist das 2-1, jetzt hat er schon mal das Spiel gedreht und es ist saugeil. Die Mannschaft ist einfach überragend. Wenn man schon mal sieht, was die Mannschaft, was ich eigentlich für die Mannschaft fast beide gestellt habe, mit Ovechkin im Sturm und 4 und unsere Torwart. Und das ist natürlich mal wieder Abseits. Und dann nochmal nach vorne. Und ich glaube, es ist der. Komm her, du! Ja. Bisschen Aggressivität reinhauen ins Spiel. The Canucks with a clean win on the draw. Pitching this one to Berchi. Into the end of attack. Boy, what reaction. He's got it again. Good work by Berchi. Ja. Alles klar. Americans guilty of a minor penalty for using the stick blade. Just a hook. Yeah. And so begins power play number one. Let's see if it's power play goal. Ich habe keine Ahnung, für was ich jetzt eine Strafe bekommen habe, aber ja, egal. Trying to go to Boucher. Now it's directed to Berchi. Irgendwas mit dem Stock. Nice tip of the pass. Hammers one. Outstanding glove save. Ja, mein Torhüter macht natürlich perfekt, dass du wieder auf die Spiele. Nyquist's got this one between the blue lines. Das Unterzeittor. The power play unit has to recoil and try yet again. Wie beim vorherigen Spiel hat es natürlich auch geklappt mit Unterzeittor. Beim 5 gegen 3 vor allem. Ist eine Herausforderung, aber kann man schaffen. Boah. And he steps in. He's going to the net. Ja, genau. On to Voracek. Ja, genau. Jetzt übertreibt es halt. And they killed off the penalty, so we're back even. Possession taken up by Felino. Above the net. Wonderful chance. This is what I call an A-plus chance from this area of the ice, but you've got to hit the net. Ja, man merkt hier schon, checken oder gecheckt werden.
Es ist wie das Überleben in der Natur. Nekropolis. You gotta find a way to put it in the net. Team USA is quick on the draw. Puck is thrown to Grubb. And the whistle. Puck ja. Into the bench area. Puck ist raus. Einfach mal durch die just over 9 minutes still Bande showing also on the clock this period. Schön. We had a tie game until just moments ago. It's a one-goal contest. Propelled to Bodker. Shoots one. Solid club save. Den kick ich um. And he'll hold on. Yeah. Yeah. I don't know if he's going to make a save much easier than that one. He's in good position. It's a rather routine ja, stuff. Und damit bestelle ich auch Grüße an Annie, Jenny und Jonas. Willkommen im Stream. Könnt natürlich auch gerne mal was schreiben. Good job on that face-off, tying the man up. Looking to headman up the wing. Ich gehe jetzt alle mal rum und das ist die Wahrscheinlichkeit in den Reins. Oder weil mein Goalkeeper eigentlich unbesiegbar ist. Ja. Würde ich sagen. Wir hören locker. Clean win on the draw. Der kommt. The United States in their own end with possession. Shoots. Oh, and it's off the mark. Schön. 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 Gronlund's cut through the neutral zone. The loose puck taken by Marlow. He's in on an onside play. Great glove grab. Ja. Down to ringside we go yet again. Ray, what you thinking? Jones has rocked several players. When he is this physical, the opponent always takes note of where he is on the ice. Klappen halt geschafft haben, weil das ist eigentlich eine der größten Sachen, die was mich eigentlich immer beschäftigen. Wie schaffe ich den Klassenerhalt? Ey, aber auch Strom. Aber anscheinend ist das nicht so ein Problem. Nee. Oh, der hätte reingehen müssen. You talk about cutting down the angle, perfectly executed by the goaltender. He gains the zone. Wieder. They've got it. Gives it over to the point. Was passiert ist? Got a piece of it with the glove. But heute ist natürlich fies, ne? Torhüter ist fies. Slid the Hutton. Pitching it to Dorsett. And possession has changed. Brilliant move on that pass. The Americans force another turnover in this game. Let's see what they can do with it. Looking to Hutton. The cursed goals are the ones in the first minute and the last. Will we see one here? Ja, zweites Drittel. Den letzten. Possession held as he skates it up the wing. Schnell, fires a shot. Tipped away. Warum auch immer. Ja, zweites Drittel ist rum, steht immer noch 2-2. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit dem dritten Drittel. Und damit auch den letzten natürlich. Und ja, ich denke, man sollte jetzt mal die Zeit schauen können. Kann aber auch Spiele, wo es nicht passiert ist. Wo man so richtig schlecht am Ende abgeschnitten hat. Das ist nicht schlimm. Da liegt er. Oh ja, genau. Ey, der Helm ist im Tor, erzählt das? The Canucks look to make a difference up the wing. Der Helm ist im Tor, ich will ein Tor. Flings it just wide of the post. Tries to get it on net, just couldn't find the target. You have to give yourself a chance here. You cannot blow this puck past the net. Gains the blue line. Da ist der Helm. Mal schauen, was passiert, wenn ich nicht mache. Der tot? And he steps across the line. Taken out along the boards. One thing I love about this game, there's no out of bounds. Wie der wieder draufhaut, ey. Shoots one. And a good save there.
Ja. Vancouver's controlling the play. Genau. Also jetzt alle um, ey. To Tanev. To Henrik Sedin. Sedin. The Americans in their own end in possession as they travel. Shoots one. Schön abseits. This play is whistled down. It is offside. And here again is Ray. The Canucks have played very well, but they've just had no finish to their opportunity, whether it's been a post, a crossbar, or the several times they've missed the net. Ray, I don't know if you believe in omens or not. One side says, well, it's got to change sometime, and another says, maybe not tonight. The Americans prevail on the draw. Onside. Ah, outstanding work with the glove. A cover, and play is stopped. Over 7 minutes have been played. The Americans have eked out a 2-1 advantage. And the pickup. The Canucks battling along the boards. Good play. Wow, what a glove save. Now that's a quick glove. Passing one off now to Eichel. Okay, noch ein Tor. It's a, got a piece of that one. Scooped up by Marlow. Good place to shoot from. Immer noch ein Tor. Gets a little drop off from the goalie here. Gains the zone. And he picks it up. Directing that one to Brody. What a move on that one with the stick. Lugged out of the defensive zone. Shoots one. Yes, 3-1. Und da ist mein Tor. Ist mein Tor. Team USA's lead is now 2. Here in the third period, they have to brace themselves for an attack. Renault als Assist. Bieber. The Americans control from the neutral zone. Puck loose, denied by the defense. Snapping a pass to Boucher. Shoots, snapped out of the air. Ja. He couldn't get through the roadblock. The puck is scooped up. Will it be or won't it be? When you act like that, Doc, there might be a chance something else happens after that. Gets in. What'll he do? Ripper! Two guys, he's drin. 4-1. Four goals in a row for the same team. USA's goal has taken them to an even larger lead on a night that they have had the offense going. Third period of play. Held there for a face-off coming up next. A little over 5 minutes remaining. Do you see a pattern developing here? They're up now by 3. Good help for the centerman. Vancouver's moving the puck through center ice. Taken over again. Has a chance to make a play through the corner. Slides it to the point, but Hutton. Give that goalie credit for another. Solid, clean win. Could be trouble near the line. Shoots one. And another strong save. Yo, yo, yo. Ich mach dich weg. Ich push alle weg. Good job on the draw. Slot shot. Ja, da wird man natürlich so geschenkt. That's gonna happen. There's not a lot of great glove save. Smart recovery by Ovechkin. Aber das Ding da raus. And it is icing, and the linesmen earn their pay as well. Ja, damit fehlt uns danach noch ein Punkt. Defensive zone win. The United States has it in their own end. Into the Hallöchen, attack again. And he is reefed. So we're into the last minute. Ja, wie ihr seht, ist es vollbracht. Und da ist das fünfte. Und ja, ich würde mal sagen, dann muss ich schlecht sein. Dafür, dass ich seit 2 Monaten noch gespielt habe, in Ordnung. Hey Jonas. Team USA, he's got that one, now what? Zone to zone to Henrik Sedin. And the loose puck gathered in. Oh, what a move! Okay, danach fehlt uns noch ein Punkt zum Klassenerhalt.
Good clean win. Beziehungsweise insgesamt habe ich 3 Punkte dann zum Aufstieg. Fires. He caught it and he holds on. Gets play stopped. Worauf ich mich natürlich sehr freue in der DL2. Es wird anspruchsvoller. Es wird geiler. Es gibt Gayroid. Es gibt Gatehölz und. The Canucks looking to head man up the wing. Laid on to Lindholm. Jo, halt die ganzen schwulen Mannschaften. Und ich glaube, da gibt es jetzt mal einen Kampf. Und der ist raus. Der ist raus. Der zweite Schlag sitzt. Und wieder sitzt. Ja, ja, und da regen sich die Fans wieder auf, weil ich da geschossen habe. Obwohl abseits war. Ja, und da hau ich dann halt einfach mal drüber. Ja, 18 Sekunden noch zu spielen. Und Vancouver's got that neutral zone face. Vancouver. It's an onside play. Gathered in by PK Subban. Goes back a little further. 42 seconds. Nice standing poke check by Marlin. Damit 5:1 der Endstand. Ein klasse Spiel, wie ich finde. They didn't have the puck too much, but they still win decisively. Ja. The coach has got to be happy with the times that they did have ich those quality nicht. Chances they were able to put the puck in the back und of the 3 Punkte für den Aufstieg und ganze 5 Punkte für den Titel der Division 3. Aber in erster Linie konzentrieren wir uns jetzt mal auf den Klassenerhalt. Sollte eigentlich kein Problem mehr werden. Ja. Noch 6 Spiele. 1 Punkt zum Klassenerhalt. Ist, denke ich, machbar. Schauen wir nochmal auf den Spielplan. Also bis jetzt alle 4 Spiele gewonnen. Das finde ich sehr gut. Jetzt kommen dann die Columbus Blue Jackets. Das sollte eigentlich machbar sein. Ja. Und ich denke auch mal, nur die Verträge bearbeiten, ne? Kovetschkin doch kein, Kass doch kein und Voracek auch kein. Kollege braucht kein, aber extra. Ja, das machen wir jetzt mal schnell. 13 neue Verträge. Verträge haben wir insgesamt noch. Das ist immer das Langweilige dran. Die Eiche. Die Quiz. Die Vertrag. Ich habe Torhüter auch einen Vertrag drauf, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wenn wir jetzt mal rechnen, das ist drin, nee, brauchen sie nicht.